Es ist Cypher Samstag und wir sind bei der Halbfinalanalyse Bewertung. Let's go. Es ist Cypher Samstag und wir sind im Halbfinale. Sensory war etwas verspätet und muss deshalb leider auf 10% in der Gesamtwertung verzichten. Aber schade. Kommen wir zur Bewertung. Und heute mal nicht alphabetisch, sondern in der Reihenfolge, in der ich platzieren würde. Ob es letztendlich so kommen wird, das weiß nur der Glückskeks am Ende eures nächsten Buffet-Essens beim Chinesen, ihr Wichser. Ich persönlich habe einen ganz klaren Favoriten diese Woche. Und wer könnte das anderes sein als natürlich unser Batterieskrotum? Danke, Julian. Also, das kannst du nicht liken, habe ich schon. Er geht am meisten in die Fresse, er entertaint am meisten mit seinen Zeilen. Zum Beispiel, ich renne wie bekloppt in eine Bank und knack paar Schließfächer, Kumpel holt mich ab und fährt mich straight zu deiner Stiefschwester, ficke die Hure und treffe ihren Vater auf dem Flur, hab als Geschenk für den Nuttensohn Sekt aus der Natur. Ich finde, er transportiert in seinen Zeilen einfach wunderbar, was er für ein korrekter Mensch ist, was ziemlich feierbar ist. Außerdem geilster Beat, gutes Video, aber nicht das Beste. Außerdem habe ich seine Hook am meisten gefeiert und er bringt das beste Gesamtpaket. Dankeschön, er hat seine Hook am meisten gefeiert. Dankeschön. Für mich Platz 1 diese Woche und zwar unangefochten. Dankeschön. Kann ich auch verstehen, kann ich verstehen. Es geht niemals schnell, auch wenn du gar nichts zu verlieren hast. Es geht an jede Seele, die sich aufgegeben hat. Versuch den Traum zu leben, ohne dass du tausend Pläne machst. Auf Platz 2 sehe ich Punches. Ein Song von Punches an Punches. Also krassester Seelenstriptease diese Woche. Bestes Konzept, das Thema Depression und Antidepressiva verlangt Eier. Also die dicksten Eier diese Woche. Apropos Depressionen. Wer auch an Depressionen leidet und oder auf Antidepressiva ist, dem kann ich nur empfehlen, mein Album Intro vorzubestellen, Links in der Beschreibung. Ich bin fest davon überzeugt, dass das jede Form von Kummer vertreibt oder zumindest lindert. Außerdem hat Punches das beste Video diese Woche. Punches hat noch 40% bekommen, okay. Flow ist beim Letzter. Platz 3 ist für mich Mysep mit der stärksten Atmosphäre und dem besten Double Time. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er im Prinzip immer dieselbe Aussage bringt. Deutscher Rap ist Fakeness, alle labern Scheiße, er macht 7 Jahre Rap. Nichtsdestotrotz bringt er am meisten. Ja, aber 7 Jahre Rap hat er, glaube ich, nicht gesagt, oder? Flow-Variation mit rein und dadurch lässt sich das Ganze verkraften. Er meint ja mal, dass er über 1000 Tracks gemacht hat. Mich würde interessieren, ob er da auch 1000 Mal dasselbe gesagt hat. Also auf keinen Fall. Jeder Meister ist sehr eintönig oder er ist einfach nur ultra konsequent. Ein Produkt wird dir angezeigt zu einem starken Preis, also schlag mal ein. Fleischkonsum kaufst du weiter ein, bleibt doch in der Zukunft doch alles gleich. Auf Platz 4 sehe ich Flow. Er bringt seine in meinen Augen schwächste Runde bis jetzt. Er bringt Ironie. Finde ich nicht. Nee. Ich finde, sie ist auf dem Niveau von seinen letzten zwei Runden. Zeilen wie, die anderen haben mehr abgeliefert, jetzt im Ernst, aber genau das ist der Fall. Natürlich ist das kein Mist, was Flow hier gemacht hat, er ist ja grundsätzlich einer der Besten im Turnier und er ist am musikalischsten diese Woche, aber für das Halbfinale Inhalte über Marketing, Globalisierung, Afrika und so weiter, hat zwar am meisten Substanz und Tiefgang diese Woche, aber finde ich in dieser Competition ein bisschen lame. Die Seitenhiebe an die anderen aus der Gruppe sind in meinen Augen das Beste, was Flow hier auspackt, beziehungsweise ein Seitenhieb, dass er nicht mal seit 7 Jahren Rap macht. War ganz lustig. Ja, das fand ich schon geil. Mal sehen, wie ihr das Ganze eingeschätzt habt. What? Als ob. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Alter, Punches hat rasiert. Bruder. Punches hat ja komplett rasiert. Ich glaube, da haben irgendwie Cassius Clay und Caro Cream auch ein bisschen was dazu beigetragen. Caro Cream hat halt auch ihre Fans auf die Runde aufmerksam gemacht. In ihrer Instagram-Story. Ich weiß, ich kann natürlich nicht sagen, ob das so aussagekräftig ist, aber ja. Freut mich auf jeden Fall sehr, ob das Punches im Finale ist. Ja, schade, dass Sensory raus ist, aber ja.
Ist doch egal. Punch ist am meisten im Finale. Ja. Ich hoffe, Punch ist gewinnt das Ding. Ich hoffe es ehrlich. So, das war's dann auch erstmal mit der Corona-Cypher. Bonusmaterial wird es auch erstmal nicht geben. Das Finale ist am 24.10. Ich kämme so lange erstmal meine Brusthaare oder vielleicht mache ich auch irgendwas anderes. Kauft mein Album, haut rein. Praxis Dr. Krüger, Antidepressiva, wem erklärst du deine Welt, wenn sich das Seelen potenziert hat? Es kann passieren, dass deine Fassade völlig implodiert. Doch selbst wenn ich erwachsen bin, töte ich nicht das Kind in mir. Okay, das finde ich schade, dass keine Intermezzos kommen. Aber let's go. Was denkt ihr, wie das Finale ausgehen wird? Punches oder Myself? Schreibt es in die Kommentare. Also, keine Ahnung. Was die Sympathie und die Steigerung im Turnier angeht, würde ich echt Punches sagen. Ja. Keine Ahnung. Myself war jetzt sehr eintönig in dem Turnier. Und wenn er im Finale wieder so, keine Ahnung, wenn er im Finale wieder dasselbe sagt, dann wird das halt schon scheiße. Dann muss meine Stimme halt am Myself. Nicht Myself, am Punches gehen. Komm. Aber ich würde Punches auf jeden Fall gönnen, das ist auf jeden Fall. Ich würde Punches auf jeden Fall mehr gönnen als Myself. Wobei, das soll nicht heißen, dass ich Myself nicht gönnen werde, aber ja. Komm. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an Myself fürs Finale.